Jo, hallo und Servus und herzlich willkommen zu einem neuen ersten Einblick. Beziehungsweise eigentlich, wenn ich richtig zähle, müsste es der dritte Einblick zu diesem Spiel sein. Es geht um Galactic Civilizations 3, das jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, heute ist es Samstag, ich glaube seit Donnerstag, befindet sich Galactic Civilizations 3 in der Beta-Phase. Und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Habe ich natürlich auch das letzte Mal versprochen, dass ich mich wieder melde, wenn es die Beta endlich gibt. Ja, ihr hört es vielleicht, ich bin ein bisschen erkältet. Er hatte auch die letzten paar Tage eigentlich kaum noch eine Stimme. Ja, deswegen konnte ich das Video auch nicht früher machen. Und ja, ich bitte euch einfach zu verzeihen, wenn ich mich jetzt zwischendrin ab und zu mal räuspere oder husten muss oder mir komplett die Stimme versagt. Das weiß ich noch nicht, wie das jetzt ist, wenn ich hier jetzt mal so. Ja, vielleicht mal eine halbe Stunde bis Stunde ununterbrochen euch zutexte. Genau, ja, dann bitte ich das einfach zu entschuldigen. Aber ja, wird schon. Ich habe hier auch noch ein paar Hustenbonbons. Dann sollte das schon klappen. So, erstmal, bevor wir ins Game gehen, möchte ich euch kurz einen Überblick über die Patch Notes geben. Also was hat sich jetzt verändert von der Alpha zur Beta? Und da gibt es eine. Ja, eine ganze Hand oder eine ganze Reihe von neuen Features, die ihr jetzt dann eingeblendet seht. Zum Beispiel wurde das Ideologiesystem überarbeitet, also es gibt da jetzt, man sieht jetzt auch konkret, welche Vorteile eben einzelne Ideologien haben und einzelne Unterpunkte, die man da anwählen kann. Dann gibt es neue Tech Trees und die Tech Trees unterscheiden sich jetzt zwischen den Rassen. Später im Spiel wird es wohl auch noch so sein, dass es unterschiedliche oder spezielle Technologien gibt, also die nur einzelnen Rassen vorbehalten sind. Jetzt ist es im Moment so, dass zumindest die Tech Trees sich unterscheiden. Das heißt, die Technologien sind dieselben, aber die Reihenfolge ist anders. Bei den Drengen ist es zum Beispiel so, dass man viel früher oder sagen wir so als erste von allen Rassen, die man im Spiel wählen kann, zum Beispiel Invasion auf Planeten oder wie es auf Englisch heißt, Planetary Invasion erforschen kann. Ich finde das hier in den Patch Notes ganz cool ausgedrückt. New Drench and Tech Tree for when you just want to kill something. Ja, das finde ich sehr lustig. Was man dann nachher auch noch sieht, ist, dass jetzt auch die anderen Zivilisationen zumindest schon mal angedeutet sind, wenn man neues Spiel drückt und dann eben Zivilisation auswählt, beziehungsweise die Rasse auswählt, sieht man eben jetzt noch die anderen. Zumindest schon mal das Bildchen, also anklicken, auswählen kann man sie noch nicht. Das kommt dann irgendwann im Laufe der Beta dazu. So, dann, was ist noch neu? Man kann jetzt in dieser Raumschiffswerft oder dieser, ja, wie soll ich es jetzt nennen? Wie nennt man das dann? Ja. Raumwerft, nenne ich es mal, ja. In dieser Raumwerft kann man jetzt eine Queue anlegen. Das heißt, man kann jetzt quasi, na, wie sagt man das auf Deutsch? Warteschleife oder Warteschlange einrichten, der Dinge, die man da produzieren möchte. Dann gibt es jetzt schwarze Löcher im Spiel. Ja, schwarze Löcher sehen erstmal cool aus. Man kann nicht mit Schiffen drum rumfliegen und an schwarzen Löchern findet man die Ressource Antimaterie. Andere Funktionen hat das noch nicht. Ich glaube, es gab Überlegungen, habe ich zumindest mal in einem dieser Dev-Streams gehört, dass wenn man sich einem schwarzen Loch zu nahe nähert, dann das Schiff eingesaugt wird. Aber ich weiß nicht, ob die davon jetzt abgerückt sind oder ob es noch kommt. Gibt auch Überlegungen, ob man im Zentrum einer jeden Galaxis, beziehungsweise eines, ja, Galaxis, ja, so heißt das, im Zentrum einer jeden Galaxis ein großes schwarzes Loch mit ziemlich viel Antimaterie dann platzieren sollen. Da würde natürlich das ja noch einen Anreiz geben, in diese Richtung zu siedeln und dann wird es da bestimmt coole Konflikte geben. Aber das ist jetzt auch noch nicht im Spiel. Dann gibt es jetzt ein Zustimmungssystem im Spiel, das haben die jetzt hinzugefügt, also Approval System. Ja, die Menschen auf den einzelnen Planeten sagen eben, was sie von einem halten und wenn es eben ja nicht so gut läuft, dann laufen die, glaube ich, leichter zu anderen Rassen über, beziehungsweise es wie sie hier eben steht, beeinflusst die Produktivität und das Wachstum. Dann gibt es jetzt Terraforming auf den einzelnen Planeten. Das heißt, man kann diejenigen Hexfelder auf den Planeten, die man am Anfang noch nicht benutzen kann, dann irgendwann durch Technologie benutzbar machen.
So, jetzt habe ich schon gerade gequietscht, ihr merkt schon. Dann Improvement Upgrading. Tja, was ist das jetzt? Ja, dass man wahrscheinlich die Gebäude einfach auf dem Planeten upgraden kann. Aber das war meines Wissens eigentlich schon drin. Na gut, das sieht man dann im Spiel, ob sich da irgendwas geändert hat. Dann, ja, wie die Planeten generiert werden, das ist jetzt fertig. Planeten haben jetzt auch so einzelne Traits und die dann eben beeinflussen, zum Beispiel die Produktion auf dem Planeten und so weiter und so fort. Dann kann man jetzt die Schiffe upgraden durch einen einfachen Klick auf den Upgrade-Button. Das dauert dann, glaube ich, immer 2 Runden, kann aber meines Wissens nach überall, also auf der ganzen Map, also man muss nicht erst den Planeten oder die Schiffswerft anfliegen, sondern das kann man überall machen. Dann ist das Schiff halt für 2 Runden außer Gefecht, wird aber dann gegen einen gewissen Geldbetrag abgegradet. Dann gibt es jetzt große Schiffe für das Late Game. Da werden wir jetzt sicherlich aber nicht hinkommen. Dann 30 neue Kolonisierungs-Events. Wenn man also einen Planeten kolonisiert, war es bislang ja so, dass, glaube ich, immer dasselbe Event abgerufen wurde. Jetzt gibt es eben 30 verschiedene. Das heißt, da kommt ein bisschen mehr, ja, in Variation rein. Dann wurden die Ressourcen Antimaterie eben hinzugefügt. Dann, und die anderen beiden Ressourcen, die es gab, Illyrium und Durantium, kann man jetzt eben abbauen und dann eben später auch nutzen. So, dann wurde noch ein bisschen am Balancing gefeilt. Ja, das lese ich jetzt nicht einzeln vor, könnt ihr selber gucken. Dann das User Interface wurde verändert, da gab es dann eben viele, viele neue Arts und Icons und so weiter und so fort. Mal gucken, ist noch was Interessantes dabei? Ja, Tooltips. Genau, wenn man was erforscht hat, kommt jetzt so ein extra Screen immer, der einem erzählt, was man gerade erforscht hat und was das bringt. Ist auch ganz hilfreich. Und es gibt so eine, ja, so eine Powerlist der einzelnen Rassen, wo man dann eben sieht, wie man im Spiel eben gerade so steht. Und dann wurde noch ein bisschen an der AI rumgeschraubt. Die AI kann jetzt Schiffe upgraden und es gibt jetzt alle Schwierigkeitsgrade von Beginner, also Anfänger, bis in den Gott-Modus. Allerdings ist es so, dass es immer noch keine Diplomatie im Spiel gibt. Ja, das heißt, deswegen lohnt es sich jetzt auch nicht an dieser Stelle hier schon ein richtiges Let's Play von Galactic Civilizations von der Beta zu machen, weil die Diplomatie natürlich was Essentielles ist, aber die wird dann irgendwann im Laufe der Beta hinzugefügt, weil Diplomatie, da muss man natürlich noch richtig gut an der AI rumbasteln und im Moment ist die eben einfach noch nicht so weit. So, das waren jetzt so die neuen Features, die durch die Beta eben hier ins Spiel kommen. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir einfach mal ins Game. Und genau, ich tue jetzt einfach mal so, als würde ich neu anfangen. Nachher dann, wenn wir tatsächlich ins Spiel gehen. Ich habe da schon den kleinen Spielstand vorbereitet, ja, damit ihr nicht immer nur die, ja, die ersten Runden seht. Das ist vielleicht ein bisschen langweilig, sondern ich habe jetzt schon mal, keine Ahnung, 40 Runden gespielt oder so. Damit ihr schon mal, ja, auf jeden Fall mal den anderen Eindruck vom Spiel bekommt. So, ich klicke jetzt hier trotzdem mal auf neues Spiel. Hier seht ihr schon mal das, was ich angekündigt hatte. Bislang waren ja diese 4 Rassen hier im Spiel, also die Menschen, die Drengen, der, ja, altarianische Widerstand und die Iridium Corporation. Und jetzt sieht man hier zumindest schon mal diese, ja, Bilder von den anderen, die noch hinzukommen. Eingefleischte Galactic Civilization Spieler könnten mir jetzt mit Sicherheit sagen, was das denn für Rassen sind. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß es leider jetzt nicht. Und dann wurden hier natürlich noch die Traits wurden jetzt noch verändert. Die waren, glaube ich, bislang auch recht identisch. Oder täusche ich mich da? Auf jeden Fall wurde da ein bisschen rumgeschraubt. Ja. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich klicke es nochmal kurz durch. Könnt ihr dann stoppen und selber angucken, was sich da geändert hat. So, und diese Special Abilities, die jede Rasse dann irgendwann haben wird, die ist noch nicht drin. Die kommt dann irgendwann noch im Laufe der Beta dazu. So, allein. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir einfach mal ins Spiel. Und dazu gehe ich hier auf den Spielstand, den ich hier erstellt habe und hoffe, es kackt jetzt nicht ab. Als Galaxie habe ich jetzt in diesem Spielstand mal Clustered gewählt. Das heißt, man hat so ganz viele Sternencluster und zwischendrin dann doch recht viel Freiraum. Das werdet ihr dann mit Sicherheit gleich sehen.
Und ich spiele diesmal mit den Drengen, ja? Also in der Hoffnung, dass wir hier endlich dann mal, bevor ich zu viel zeige, auf andere Zivilisationen treffen, ein bisschen Krieg führen können, damit ihr auch mal die Kampfsequenzen seht. Habe ich jetzt mal diese Drengen, also diese Warmonger genommen, ja? Und ja, jetzt sind wir hier im Spiel. Räusper, Räusper, Entschuldigung. Und zoome ich mal raus. Und hier seht ihr jetzt eben diese Cluster-Galaxie. Also man sieht, sie ist trotzdem noch so ein bisschen geschwungen, ja, wie so eine Spiralgalaxie, hier so ein Arm. Aber man sieht hier eben Sternencluster und zwischendrin eben sehr, sehr viel Freiraum. Also hier kann man überhaupt nicht siedeln. Hier ist dann noch ein riesiges Cluster. Hier bei mir, wo ich hier erst in meinem Siedlungsgebiet, ja, sag ich mal, hier hört es dann auf, ne? Ist nicht schlecht. Das heißt, im Endeffekt kann ich mir das hier alles krallen, wenn hier noch coole Planeten sind. Und hier wird dann wahrscheinlich irgendein Konkurrent sitzen. Und ja, dem werden wir uns dann irgendwann mal annehmen. So, und jetzt sehe ich gerade, hier ist ein Scout. Der hat hier gerade einen neuen Planeten entdeckt. Midgard. Oh, cool. So, und jetzt, ja, einfach weil es immer so viel Spaß macht, mache ich wieder den hier. Oh, ich finde das so cool. So hübsch einfach auch. Ha, herrlich. So. Genau, und hier seht ihr schon eins von diesen besagten schwarzen Löchern. Black Hole. Sieht auch sehr cool aus, wenn man ranzoomt. Sieht man auch, dass es sich so ein bisschen dreht und hier eben Materie reinzieht. Und hier am Rande sieht man eben auch dann diese Antimaterie-Ressourcen, die man dann später auch braucht, um... Moment, jetzt muss ich nochmal auf meinen klugen Zettel gucken. Stand hier, glaube ich, dabei. Genau, für fortgeschrittene Raketentechnologien und irgendwas mit Verteidigung. Ja? Habe ich ja schon mal erklärt. Also, um diese ganz tollen Waffen und so weiter zu haben, reicht es, wenn man die Technologie dazu hat. Aber man kann durch diese Ressourcen, glaube ich, die Waffen dann noch weiter upgraden, was sie dann eben noch ein Stück mächtiger macht. So, hier haben wir dann den Nebel. Das hier ist eine Illyrium-Ressource, genau. Und Durantium, die andere hatte ich, glaube ich, auch irgendwo. Ah, hier, Durantium. Genau. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal kurz erstmal unseren Shipyard an, also unsere Raumwerft. Denn da gibt es ja jetzt quasi hier die Queue. Da kann man dann auch ganz einfach hin und her schieben, wenn man möchte. Genau, hier sieht man die Schiffe, die man bauen kann, hatten wir alle schon gesehen. Und hier unten eben die Sponsoren der Raumwerft, also von welchem Planeten eben Produktion hin zur Raumwerft geleitet wird. Und hier unten geht es dann in den Schiffsdesigner. Ja, weiß ich nicht, ob ich den jetzt noch zeigen muss. Da hat sich, glaube ich, nichts dran geändert. Da gehe ich mal lieber kein Risiko ein, ja, bevor hier irgendwas abstürzt. So, und das hier ist auf jeden Fall mein Startgebiet. Hier habe ich dann schon eine Starbase gebaut, die offensichtlich auch schon kämpfen kann, wie ich das sehe. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon von Anfang an immer so war oder ob das jetzt daran liegt, dass ich die Drengen spiele. Auf jeden Fall kann man hier eben auch rein. Dieser Bildschirm ist, glaube ich, auch neu. Hier kann man dann die verschiedenen Ringe hinzufügen, die es eben gibt. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile auch mehr als zuvor. Man kann die, glaube ich, jetzt auch in der Beta komplett ausbauen, wenn man möchte. Aber so weit wird es nicht kommen, wie gesagt, weil ja ohne Diplomatie macht es keinen Sinn, hier wirklich lang zu spielen. So, das hier ist auf jeden Fall der Start. Hatte ich schon erwähnt, hier ist mein Hauptplanet, Drengi. Da gucken wir eben auch mal drauf. Was hier geändert wurde, aber das war, glaube ich, auch in der letzten Alpha schon der Fall, dass man quasi, ja, dass quasi diese Hexfelder jetzt sinnvoller angeordnet sind. Also teilweise war es so, dass vielleicht hier so ein Hexfeld gewesen wäre, eben wo kaum Landmasse drauf sind. Also mittlerweile passen sich die Hexfelder so ein bisschen in den tatsächlichen Landmassen an. Was einfach, ja, aus optischen Gesichtspunkten ganz schön ist. So, dann eine Sache, die ihr seht. Entschuldigung.
und die ist glaube ich auch neu, ist, dass man hier eben, nun, es ist ja so, wenn man quasi zwei Gebäude derselben Art nebeneinander stellt, dann hat das einen positiven Effekt aufeinander, ja? Also wenn die, zum Beispiel hier, seht ihr, und hier steht es jetzt auch, dieses, und das finde ich irgendwie, jetzt muss ich wieder dazwischen quatschen, also bei diesen Drangy finde ich das schön, hier gibt es keine Fabriken, sondern hier gibt es Arbeitslager, ja, weil die Drangen, die sind ganz böse, ja, und da arbeiten die Leute natürlich nicht freiwillig, sondern werden einfach versklavt und schuften dann so ein bisschen, ja, finde ich sehr sympathisch. Sieht man übrigens auch im Tech Tree, dass da manche Technologien dann einfach anders heißen. Das zeige ich euch dann auf jeden Fall gleich nochmal. So. Was ich aber sagen wollte ist, es gibt ja diese Boni, wenn man eben gleiche Gebäude oder Gebäude gleicher Art nebeneinander baut. Und ihr seht hier, dieses Gebäude hier ist Level 2. Warum? Weil eben zwei Gebäude der gleichen Art dieses Gebäude hier flankieren. Ja, deswegen, das müsste eigentlich auch hier irgendwie stehen. Oder hier steht sogar, es ist Level 3. Wobei steht hier jetzt Manufacturing Improvement 2. Level 3. One Level, One Level. Ist die Frage, startet das alles mit Level 0? Ne, das ist 1. Das ist Level 1, okay. Aber das ist nur Level 1. Jetzt muss ich hier mal gucken, jetzt baue ich hier einfach mal was. Mal so ein Workcamp. Ah, okay. Also Ausgangslage ist Level 0, so wie es aussieht. Jetzt kann ich das mal wieder aus der Queue hier wegmachen. Ausgangslevel ist wohl Level 0 und jeder weitere Bonus wird hier eben angezeigt. Das heißt, das war ursprünglich Level 0, dieses Arbeitslager. Dadurch, dass ich aber hier jetzt zwei an der Seite davon gebaut habe, ja, fließt das hier ein und das hier ist jetzt Level 2. Das heißt, das Ganze produziert jetzt 10% mehr. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Das bedeutet also diese 2. Und hier sieht man dann eben noch, dass quasi dieses Gebäude dafür sorgt, dass das hier um ein Level steigt und dass das hier um ein Level steigt. Ja. Also finde ich sehr cool gemacht. Ist eine kleine Sache, aber hilft auf jeden Fall, den Überblick zu behalten. Genau, dann gibt es hier natürlich noch diese Bonus-Felder. Wild Grain. Und das hier ist ziemlich mächtig, habe ich vorhin schon festgestellt. Denn wenn man hier ein Population-Gebäude, also ein Bevölkerungsgebäude wie eine Farm oder ein Krankenhaus draufbaut, gibt dieses Feld hier plus 3. Das heißt, das Krankenhaus, das ich hier habe, hat jetzt Level 5 und das ist dann, wo steht denn hier jetzt Level 4? Achso, weil es von Level 0 losgeht, Entschuldigung. Genau, deswegen ist das hier. Aber hier steht doch jetzt Level 2. Level 1. Level 4. Das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Eigentlich müsste das ja Level 5 sein. Das ist Level... Ist das eine 3 oder eine 2? Ach so, Moment, weil die eine Farm noch nicht fertig ist. Hier steht auf jeden Fall, was es denn mal wird, wenn alles so... Okay. Die Zahl hier bedeutet also, jetzt checke ich's, welches Level dieses Gebäude hat, wenn wirklich alles fertiggestellt ist, was da außen rum ist. Diese Farm hier ist noch nicht fertig, deswegen ist es im Moment noch Level 4, wird aber Level 5. Level 4 im Moment bedeutet plus 20% Wachstum. Ist auf jeden Fall sehr cool. Dieses Krankenhaus führt dann noch dazu, dass quasi angrenzende Population oder Bevölkerungsgebäude plus 2 kriegen. Deswegen ist das hier Level 3. Oder aktuell noch Level 2, aber wird jetzt dann, wenn das fertig ist, hier Level 3. Das heißt, hier habe ich ein schönes Wachstumscluster. Also der Planet hier wird auf jeden Fall sprießen, ja, und viele kleine Drangen-Soldaten werden das Licht der Welt erblicken und den Rest der Galaxie ins Unglück stürzen. Das ist doch super. Hier unten seht ihr jetzt dann auch dieses Approval, also diese Zustimmung.
Hier seht ihr auch, wir haben momentan 88% Zustimmung. Hier unten seht ihr dann die Boni, die dazukommen, beziehungsweise warum etwas abgezogen wird. Im Moment wird 10% abgezogen, oder man müsste korrekterweise ja sagen 10% Punkte, abgezogen aufgrund Überbevölkerung. Ja gut, das ist jetzt natürlich, wird nicht besser, sag ich mal. Da muss man dann eben mal gucken, dass man mehr Planeten noch kolonisiert und vielleicht noch ja, das ein oder andere Kolonieschiff wegschickt. So. Dann gucken wir nochmal kurz auf den anderen Planeten. Den habe ich hier zum reinen Produktionsplaneten gemacht. Warum habe ich das nochmal getan? Ich glaube aufgrund einfach dieses Feldes. Ich weiß es gar nicht, war dieser Planet einer, der irgendwie... Nee, der hatte keine besonderen Fähigkeiten. Es gibt nämlich Planeten, die besondere Fähigkeiten haben. Beziehungsweise besondere Eigenschaften. Ich glaube, dieser gehört dazu. Genau, ihr seht, dieser Planet ist tidally locked. Warum auch immer, was auch immer das heißt, das weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall hat man auf diesem Planeten plus 50% Produktion und plus 25% Handelsroutenbonus, wenn man denn eine Handelsroute eingerichtet hat. Also ihr seht, nicht alle Planeten haben Boni, bei dem ist es auf jeden Fall der Fall. Bei dem da unten eben nicht, ja, der ist ganz normal. Den habe ich aber zum Produktionsplaneten gemacht. Was bedeutet das hier eigentlich? Starbase-Effekt. Okay. Gut. Entschuldigung. So. Hier seht ihr auf jeden Fall, haben wir wieder so einen super Teil. Hier steht eben dann drauf, Cataract. Und gibt plus 3 auf Produktion, deswegen war klar, dass ich da eine Fabrik drauf oder ein Arbeitslager drauf errichte. Deswegen hat das hier Level 4. Das Level 1, genau, weil es eben nebendran liegt. Das hier Level 1, weil das hier auch ein plus 1 gibt. Ja, und wie gesagt, durch die Möglichkeit, dass man hier jetzt irgendwann dann Terraforming machen kann, werden dann hier noch ja, mehrere Hexfelder im Laufe der Zeit freigeschaltet, die man dann eben auch noch, oder die ich jetzt auch noch mit Fabriken zukleistern könnte. Approval ist hier nicht ganz so gut. Ganz einfach Planetary Wealth, okay. Ja gut, ist halt ein reiner Produktions- und Arbeitsplanet. Da sind die Menschen naturgemäß nicht so zufrieden. So, hier hat sich glaube ich nichts geändert an diesem Govern Planet. Hier kann man dann wieder einstellen, was man hier so machen soll. Ja, wie gesagt, den hier wollte ich als reinen Produktionsplaneten haben. Und deshalb habe ich hier einfach, ja, alles auf 100% Produktion gestellt. Man kann den Planeten auch umbenennen und hier steht auch Auto Upgrade Improvements. Das heißt, wenn jetzt hier ein neues Arbeitslager, ja, also die modifizierte Version des Arbeitslagers endlich mal rauskommt, beziehungsweise erforscht wird, dann werden die hier automatisch nachgerüstet. Ja, finde ich auch ganz praktisch. Und man kann hier offensichtlich auch irgendwann Gouverneure einstellen. Okay. So. Jo. Eine Sache, die dann auch noch neu war, sind eben diese neuen Events, wenn man den Planeten kolonisiert. Und da habe ich schon mal was vorbereitet, ja. Und habe hier schon mal ein Kolonieschiff zu diesem Planeten hier geschickt, zu Telana 4. Und den würde ich sagen, kolonisieren wir jetzt einfach mal. Und den nennen wir auch, ja, Telana 4, kann bleiben, ist okay. So, jetzt gucke ich mal, ob wir hier hoffentlich ein neues Event bekommen. Okay, unsere Wissenschaftler sagen uns, dass der Planet mit uns redet. Ja, das ist komisch. Planeten sollten das eigentlich nicht machen. Der Planet interessiert sich eigentlich nicht dafür, was wir tun. Und wir könnten mit ihm kommunizieren. So, jetzt kann man eben 3 verschiedene Befehle wiedergeben. Einmal eben wohlwollend, ja, für die guten Menschen, pragmatisch und hier eben merciless, ja, gnadenlos, ja. Und weil wir Drengen sind, sind wir natürlich böse. Und was machen wir?
sehr cool. Also wenn dieses Ding schon Billionen oder Milliarden von Jahren existiert, muss es viel wissen. Deswegen sollten wir den Planeten damit drohen, ein bisschen in seinen Kern rumzubohren, ja, wenn es uns nichts Sinnvolles sagt, ja. Das heißt, wir bedrohen den Planeten, bekommen dann hier 20% Research und plus 10 Punkte eben auf den, ja, für die bösen Sozialpolitiken, sage ich jetzt mal. Okay, das machen wir. Wir sind die Drengen, wir sind böse. So, und jetzt sind wir auf dem Planeten. Oh, und hier sehe ich sehr, sehr viele geile Bonusteils. Bonusfelder. Das gefällt mir schon mal. Genau, und hier steht Tidally Locked. Ja, das darf man natürlich nicht vergessen. Das heißt, wir bekommen ohnehin schon immer plus 50% Produktion. Und das mit den Handelsrouten, das ist auf jeden Fall schon mal super. Was haben wir denn hier? Okay, gibt 3 auf Wealth. Da könnten wir dann irgendwann einen Markt bauen. Und das ist jetzt eben eine Sache des Tech Trees, das seht ihr jetzt schon. Einen Markt gibt es noch nicht, ja? Wenn man zum Beispiel mit anderen startet, dann hat man den Markt schon viel früher, kann also viel schneller höhere Einnahmen erzielen. Bei den Drengen ist es nicht der Fall. Und deswegen lasse ich die Felder hier nochmal leer. Hier haben wir, glaube ich, wieder 3 auf Produktion. Und das ist schon mal cool. Da kann man so ein richtig dickes Produktionscluster erzielen. Und hier haben wir plus 3 auf Population. Okay. Dann würde ich sagen, hauen wir hier einfach mal wieder Produktion drauf. Also erstmal ein Arbeitslager errichten. Das müssten wir gleich kaufen können. Ja, kein Problem, das kann man rushen. Dann hier noch eins. Hier noch eins. Hier noch eins. Hier bauen wir eine Farm oder ein Hospital. Genau, hier eine Farm noch hin, damit der Planet auch ein bisschen wächst. Hier kann man dann einmal Research machen. Und hier kommen dann später, ja, so Gebäude drauf, die ein bisschen Einnahmen generieren, wie zum Beispiel einen Markt. So. Genau, auf dem Planeten könnte ich dann auch noch einen Shipyard produzieren. Das mache ich, glaube ich, auch noch. Dann können wir hier dann auch Schiffe bauen. Den schiebe ich mal ein bisschen hoch. Mache ich am besten, wenn diese ganzen Produktionsgebäude fertig sind. Genau. So, jetzt haben wir diesen Planeten hier auch noch besiedelt. Telana 4. So, und jetzt hoffe ich doch mal, dass wir irgendwann mal auf eine andere Zivilisation stoßen. Und geht's einfach mal hier. Ah, wir können jetzt eine Ideologie auswählen, das trifft sich gut. Sieht man dann hier oben, wird jetzt angezeigt, hier ist was Neues, quasi eine Neuerung. Deswegen hier dieser kleine gelbe Kreis. So, und wir sind Bösewichte. Haben 20 Punkte, das hier gibt es ab 40. Und das hier, haben wir das jetzt automatisch freigeschaltet? Ich glaube schon. Oder muss man, ah, hier unten muss man erst auf Unlock drücken. Okay. Glaube ich zumindest, oder? Ja. Und hier braucht man jetzt, ah, es wird immer teurer mit der Zeit. Also hier braucht man jetzt 45. Okay. Jetzt kann man es natürlich mal angucken, weil diese ganzen Bäume hier überarbeitet wurden, was es denn hier für Boni gibt. Und da kann ich schon so viel mal ankündigen. Die Dinger, die es dann da unten gibt, also wenn es dann ins Endgame geht, die sind verdammt, verdammt mächtig, ja. Und wirklich bei jedem Baum. Gucken wir uns erstmal hier oben an. Es startet mit Soldiering plus 10%. Also ich glaube, man kann dann einfach 10% mehr Soldaten ausheben. Würde ich jetzt einfach mal meinen. Ist jetzt Spekulation, aber ja. Ich glaube, so ist es. So, und wenn man jetzt hier
mal ganz runter guckt, was es hier so gibt. Beziehungsweise ich kann auch nochmal hier gucken, zweite Stufe. Hier bekommt man schon mal eine freie oder eine kostenlose Fregatte. Hier bekommt man einen 10%igen Produktionsbonus auf der Heimatwelt. Ja, 4 Furcht, das heißt, da werden die kleinen Sklaven in den Arbeitslagern nochmal so richtig ausgepeitscht, ja, und damit man nochmal ein bisschen mehr Arbeitsleistung hier rausbringt. Und jetzt gucken wir einfach mal hier unten, und das hier ist wirklich geil, muss ich sagen, was es da gibt. Gucken wir mal hier. Gibt's noch nicht, hier steht Disabled in Beta 1, aber es steht zumindest schon mal da, was man das machen kann. Genau, später im Spiel wird es auch noch so kleinere Rassen geben. Das ist dann sowas wie die Stadtstaaten in Civilization. Und hier steht, mit dem hier, Tribut, werden diese kleinen unabhängigen Stadtstaaten oder Zivilisationen, die man als gute Ranger bis dahin natürlich schon längst vernichtet hat eigentlich, ja, mit 50%, ja, kann man sagen, höherer Wahrscheinlichkeit Handel mit uns treiben. Hört sich jetzt nicht so mächtig an, aber weil man es als Ranger ja grundsätzlich mit jedem verschissen hat, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Dann gehen wir hier weiter. Und das ist cool. Besonders wenn man sich gerade im Krieg befindet und umzingelt ist, dann führt dieses Ding hier dazu, dass man, dass eben alle feindlichen Schiffe in unserer Zone of Control einen 10%igen Abzug bekommen, was ihre Hitpoints angeht, ja. Das heißt, das ist schon mal sehr, sehr mächtig. Und weil man als Drangin grundsätzlich sowieso ziemlich starke Schiffe hat, weil man eben viel auf Militär geht, kann man sich da wahrscheinlich durch diese gegnerischen Raumschiffhorden ja nur so durchmähen. Dann kommt das hier. Und das ist echt krass, finde ich. Alle Planeten, die man zu diesem Zeitpunkt im Spiel besiedelt hat, bekommen einen voll bewaffneten Overlord. Das ist quasi so, glaube ich, das größte Schiff in dem Spiel, was man sich vorstellen kann. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hat ja so 10 oder 20 Planeten besiedelt, wenn man auf riesig spielt, und bekommt dann plötzlich 20 solche Schiffe mit einem Schlag. Tja, da können sich dann die anderen Zivilisationen schon mal auf was einstellen, glaube ich, ne? Gerade. Okay, die kosten alle gleich viel, so wie es aussieht. Aber es wird wohl so sein, wenn man hier zum Beispiel 1 wählt, dann wird das hier wahrscheinlich teurer. Also ähnlich wie in den Sozialpolitiken, jede weitere Sozialpolitik wird immer um 1 teurer. Oder was heißt um 1 ein bisschen teurer. So, gucken wir hier mal. Reclamation. Jeder Planet bekommt mehr benutzbares Land. Das heißt, es ist sowas wie gratis Terraforming. Auch ganz cool. Auch nicht schlecht. Jeden Planeten, der erobert wird, führt dazu, dass unsere Leute einen 1%igen Boost zur Moral bekommen. Das heißt, für die Drangin auch sehr sinnvoll. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz die anderen Bäume an. Kann ich hier irgendwie scrollen? Ah ja, okay. Den pragmatischen Baum, und ich würde sagen, ich bleibe jetzt hier einfach mal nur bei den unteren, damit man sieht, was man irgendwann mal kriegt. In Whiting, Tourismus auf allen Welten wird um 10% erhöht. Ist nicht schlecht. Trademasters, okay, alles Handelseinkommen wird um 25% erhöht. Geht in der Beta noch nicht, weil es noch keine Handelsrouten gibt. Dann Negotiator, Handelspakte, die geschlossen werden über Diplomatie, werfen quasi 25% mehr ab. Dann Mercenaries, also Söldner. Ach, das ist dasselbe wie das andere. Okay, feindliche Schiffe in unserer Zone of Control bekommen einen 10%igen Malus auf die Hitpoints. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so gewollt ist oder ob das nur ein Bug ist, aber gut, hier können sich natürlich auch noch Sachen ändern. In Sabotage. Ah, cool. Jeder, der sich mit uns im Krieg befindet, bekommt eine 10%ige Strafe zur Zustimmung. Ja, das heißt, die Leute werden dann unzufriedener in der anderen Zivilisation. So, jetzt schauen wir uns noch die Guten an. Enlightenment, also Aufklärung.
Okay, da kann man dann quasi bauen, den Tempel der Aufklärung, was auch immer das bringt. Ist wahrscheinlich ein sehr mächtiges Gebäude. Dann hier gibt es 1000 freie Research Points. Persuasion. Oh, das ist auch hart. Alle Planeten in unserem Einflussgebiet. Ja, in Galactic Civilization ist es so, ein feindlicher oder ein gegnerischer Planet kann sich ja im eigenen Einflussgebiet befinden. Wechselt dann aber natürlich noch nicht sofort den Besitzer. Ja, das dauert dann immer. Und hier ist es so, wenn man das hier auswählt, werden sofort instant alle Planeten in unserem Einflussbereich, selbst wenn sie eben dem Gegner gehören, wechseln sofort zu uns rüber. Und das heißt, wenn man weiß, man will dahin und haut dann quasi alles mit Tourismus und die ganze Galaxis mit kulturellen Sternenbasen zu, dann ja, kann man, würde ich sagen, kann man mit diesem Ding das Spiel auf einen Schlag gewinnen. Dann haben wir noch Beacon. Eine zufällige, glaube ich, Klasse 16 Welt tritt uns bei. Auch nicht schlecht. Und Radiant. Alle Welten bekommen 50% mehr Einfluss. Auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur mal, um euch zu verdeutlichen, dass es hier unten wirklich sehr, sehr mächtige Dinge dann gibt. Aber hier wird bestimmt noch jede Menge gebalanced, ja, weil das hier, das hört sich echt ultra mächtig an. Oder auch das hier mit dem... Also hier gab es zum Beispiel jetzt nichts, wo ich sagen würde, das hat mich jetzt so richtig vom Hocker gehauen. Aber das hier ist natürlich richtig geil. Und bei den Drengen, das mit dem Schiff, ja, das ist natürlich auch recht heftig. Ja, da wird hier, glaube ich, wahrscheinlich noch irgendwas genervt oder hier irgendwas gebufft, würde ich mal meinen. So, dann sind wir jetzt hier mit der Ideologie, habe ich euch das auch gezeigt. Und jetzt würde ich sagen, spielen wir mal ein paar Runden, bis wir mal wieder hier dann irgendwann, ja gut, eine Runde, eine neue Technologie auswählen können. Dann seht ihr auch nochmal kurz den Tech Tree. So, und hier ist jetzt ein neuer Constructor fertig geworden. So kann ich jetzt hier die Sternenbasis schon aufbauen. Schicke ich mal da rein. Ah genau, jetzt kann ich auswählen. Ökonomischer Ring, militärischer Ring. Sensor. Kultur. Ich würde sagen, oder Mining. Ah, das ist auch ganz interessant. Es gibt jetzt quasi auch Mining Starbases. Also man kann mit jeder Sternenbasis Ressourcen abbauen. Aber eben nur eine. Und wenn man eine Mining Starbase errichtet, dann werden aus dieser einen Ressource, die man eigentlich hat, wird eben mehr Ertrag daraus erzielt. Ja? Also hier steht dann schon Mining plus 1. Das heißt, glaube ich, dass ich dann eben aus einer Ressource, die mir normalerweise zum Beispiel nur eine Antimaterie liefern würde, dann plötzlich schon zweimal Antimaterie bekomme. Ja, das geht mit den anderen Sternebasen nicht. Das geht nur mit dieser Mining Starbase. Aber hier würde ich jetzt mal sagen, mache ich ökonomisch, gibt wieder ein bisschen mehr Produktion. Zack. Und ihr seht, jetzt hat sich auch das Aussehen geändert. Und alle Sternenbasen sehen natürlich dann auch anders aus. Jetzt kann ich dann hier gleich noch eine Starbase Factory dann auch noch drauf errichten. Genau. Ja, man kann hier auch alles schön wieder drehen. Hübsch, hübsch. So, jetzt ist hier dann wieder die Produktion ein bisschen fertig geworden, besser geworden. So. Jetzt muss ich nochmal kurz auf meinen Zettel gucken, ob wir jetzt schon alle Features so ein bisschen abgeklappert haben. Okay, Tech Tree kommt da noch. Shipyard hatten wir, Schwarzes Loch hatten wir, Approval System hatte ich gezeigt. Gut, Terraforming werde ich wahrscheinlich nicht zeigen können, das ist einfach dann wahrscheinlich noch zu late game. Muss ich aber dann einfach nochmal in Tech Tree gleich gucken. Vielleicht ist es ja doch näher dran, als ich denke. Okay, Improvement Upgrading. Ja, das ist jetzt nicht so spektakulär. Genau, Schiffe können geupgradet werden. Das kann ich ja nochmal zeigen gleich. Genau. Ja, also die meisten Features habe ich jetzt eigentlich schon gezeigt.
Wie gesagt, Schiffe noch. Muss ich mal gucken. Das hier ist Scout Klasse 1. Eins hatte ich nämlich schon geupgradet. Das hier. Scout 1. Scout. Ach nee, das ist ein M11 und das hier ist ein M21. Ah, okay. Den hatte ich schon geupgradet. Den hier zum Beispiel noch nicht. Ja, da klickt man jetzt drauf. Okay, eigentlich sollte jetzt hier stehen Upgrade. Oder das ist vielleicht auch ein Bug, weil jetzt zwei Schiffe aufeinander gestapelt sind. Ich hatte doch noch mehr von den Dingern, oder? Okay, ich ziehe jetzt auf jeden Fall mal eins hier raus. So. Warum kann ich denn die jetzt nicht upgraden? Ah, ich muss auf Command gehen, okay. Also hier, dann gehe ich dann auf Command und hier Upgrade. Und hier kann man dann eben auswählen, zu was man das Schiff eben upgraden möchte. Guardian. Oh. Das hier ist schon ein Kampfschiff. Oder ein Bomber. Oder ein Sniper. Der Guardian ist natürlich geil. Aber warum ist der so billig? Und der so teuer. Hitpoint 6-3, Hitpoint 6-3. Short Range, Short Range. Okay, warum ist der jetzt so billig? Na gut, ist wie gesagt Beta. Das ist vielleicht auch noch nicht richtig gebalanced. Aber ich würde sagen, ich mach mal den Guardian, einfach weil der cool aussieht. So, und jetzt müsste dann der... Muss ich dann upgraden. Genau, jetzt ist es ein Guardian. Und... Ah, den kann ich jetzt auch schon bewegen. Okay. Ja, cool. Also jetzt habe ich schon ein Kampfschiff. Sieht auch ziemlich cool aus, finde ich. So, jetzt bräuchte man dann einfach nur noch irgendwo Gegner. Aber ich glaube, da müssen wir unsere Schiffsreichweite noch ein bisschen erhöhen. Beziehungsweise hier ist noch ein Planet, den ich dann kolonisieren kann. Midgard. Ich schau mal in die Schiffswerft. Hier wird ein Konstrukteur. Ich würde sagen, da kann man noch ein Kolonieschiff dazwischen basteln. Beziehungsweise kaufen. Boah, nee, ist zu teuer. Leider zu teuer. Müssen wir noch ein bisschen warten. Aber ich wollte jetzt eigentlich wirklich unbedingt mal den Kampf zeigen. So, und jetzt haben wir was erforscht. Jetzt kann ich hier unten auf Research klicken und dann geht dieses neue Fenster auf. Hier mit diesem kleinen, süßen, fliegenden Ei, ja. Das uns sagt, was wir gerade erforscht haben, und zwar quasi erweiterte Produktion. Gibt Produktion plus 1. Genau, und führt zu weiteren Technologien. Und jetzt können wir hier eben eine neue Technologie auswählen, und jetzt zeige ich euch mal den Tech Tree. So, und was ihr hier bei den Drenchen seht, seht ihr auf jeden Fall schon mal, dass die Technologien anders heißen. Zum Beispiel hier Xeno Exploitation, also Ausbeutung. Oder hier oben Xeno Slavery, also Sklaverei. Hier gibt es noch Slave Pits, Slave Mills, Arbeitsmanagement. Okay, hier sind auch noch Rechtschreibfehler drin, sehe ich gerade. Mechanisierte Sklaverei, Sklaverei Focus, Sklaverei Masters oder Sklavenmeister. Auf jeden Fall alles sehr, sehr sympathisch, dieses Völkchen, muss ich sagen. So. Jetzt bräuchte ich aber wirklich mal, glaube ich, ein bisschen Geld.
Deswegen, wo kriege ich denn die Kohle hierher? Ah ja, Xeno Commerce, glaube ich. Market Center. Genau, dann würde ich sagen, erforsche ich das mal. Dauert 8 Runden. Kein Ding. Genau, und jetzt bin ich wieder raus aus dem Tech Tree. Ja. Was ist auf jeden Fall anders ist in der Beta? Vorher war der Tech Tree eben bei allen Zivilisationen gleich. Und jetzt ist es eben so, dass die anders angeordnet sind. Das heißt, die Drengen, wie gesagt, müssten zum Beispiel Planetary Invasion schon relativ früh bekommen. Muss ich mal suchen, wo ist das denn? Wenn es jemand sieht, bitte schreien. Militarization. Ah ja, das hat man hier schon. Also schon, glaube ich, am Anfang von Age of War. Und bei den anderen Rassen ist das dann dementsprechend weiter hinten erst. Das heißt, man kann mit den Drengen schon viel früher andere oder feindliche Planeten einnehmen. Und andere, nämlich an andere Waffentechs, werden auch schon ein bisschen mehr nach links verschoben sein, wenn man die Drengen spielt. So, ich möchte aber trotzdem noch Xeno Commerce. Genau. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Diplomacy. Ja, wie gesagt, gibt's noch nicht. Ah, genau, jetzt haben wir unser Scout-Schiff, beziehungsweise unser Entdeckungserkundungsschiff. Hat es wieder. Oder ist jetzt wieder über Weltraumschrott quasi gefahren. Sowas wie die Ruinen Civilization. Wir bekommen hier 27 Credits. Im Moment machen wir, glaube ich, minus 1. Ja, aber gut. Passiert halt. Ach genau, unser Schiff hier macht jetzt nichts mehr. Boah, da wäre echt eine ziemlich geringe Reichweite. Na gut. Dann fliegst du einfach mal hier, Drengy, und bewachst unseren Planeten. Und den hier kann ich, glaube ich, auch upgraden. Zu einem Scout 2. Der kann dann einfach weiter fliegen. Ah, was haben wir jetzt hier entdeckt? Breath of Fresh Air. Okay, wir haben irgendeine gasförmige Anomalie erforscht. Wir haben ein neues Element entdeckt. Oh, cool. Plus 25% alle Reichweite, alle Schiffe in der Flotte. Beziehungsweise, ja, dieses Schiff nur. Aber ihr seht schon, das hat jetzt schon einen ziemlich großen Radius. Das ist ziemlich cool. Hier haben wir auch eine Ressource Illyrium. Hier ist nochmal so ein Dings, so eine Weltraumschrott oder eine Anomalie. So, du gehst hier in den Orbit und verteidigst unseren Planeten. So. Komm hier noch ein bisschen zu. Ach nee, hier haben wir nochmal Idle Ship. Okay, du gehst wieder auf Erkundung. Und wir haben einen Research Boost bekommen. Das heißt, Xeno Commerce wird jetzt schneller fertig. Das ist cool. Und ihr seht, was ihr auch seht, wenn man sich in diesem Nebel bewegt, wird die Sichtweite eingeschränkt. Und ich glaube, man kann sich auch in dem Nebel dann verstecken. Also über solche Nebel kann man, glaube ich, ziemlich cool Angriffe oder Überraschungsangriffe starten. Ist natürlich super, dass hier dieser Planet gleich neben so einem Nebel ist. Aber der hier oben ist ja echt ziemlich groß. So, und ich würde sagen, als nächstes besiedeln wir dann wirklich mal Midgard. In der Hoffnung, dass hier dann irgendwann mal ja so ein Gegner aufkreuzt. Ah, noch ein Konstrukteur ist fertig. Gut, dann bauen wir das hier noch weiter aus. Und bauen jetzt hier noch eine Fabrik drauf. Zack, und ihr seht, wieder ein bisschen erweitert worden. Und jetzt haben wir noch bessere Produktion auf unserem Planeten hier.
Ah, hier ist noch mehr Schrott. Aber jetzt gibt es erstmal eine neue Forschung. So, was macht man jetzt? Diplomatie. Puh. Als ob die Drench im Diplomatie nötig hätten. Was gibt's denn bei Engineering? Okay, Hull Size Small, das heißt, es gibt wieder bessere Schiffe. Exploitation. Hier kann man wieder Spezialisierungen wählen. Enhanced Production. Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Na, okay, gut. Gut, passt. So, was mache ich jetzt hier? Environmental Soil Enhancement. Ah, hier kann man dann schon terraformen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal, damit man das sieht. Environmental Engineering unlocks Soil Enhancement. Okay. Machen wir das. Und jetzt können wir... Ich glaube, hier wollten wir es machen. Genau, hier so einen Markt drauf bauen. Market Center. Und hier dann noch. Kann ich das auch sofort schon... Kann ich das rushen? Ja, das geht. Das ist eine sinnvolle Investition, würde ich sagen. Rushed Market Center. So, im Moment haben wir hier minus 1. Jetzt müssen wir da ein bisschen was gut machen, hoffentlich. Und schon wieder 25% Reichweite. Das ist krass. Warum haben wir jetzt minus 2? Willst du mich verarschen? Wealth haben wir doch jetzt hier 3,1. Das verstehe ich jetzt nicht, warum das jetzt runtergegangen ist auf minus 2. Seltsam. Hier ist da noch ein Nebel. Oh, jetzt glaube ich sogar geblitzt gerade. Oh, seht ihr, hier gibt es kleine Blitze. Das ist ja cool. In dem hier auch. Ne, in dem hier nicht. Aber in dem hier blitzt. Sehr geil. Hat der andere Eigenschaften? Ah ja, das sind verschiedene. Minus 50% Bewegung und minus 50% Genauigkeit, wenn man hier wahrscheinlich kämpft. Und hier? Minus 50% Bewegung und hier minus 50% Sensorreichweite. Das heißt, es gibt offensichtlich auch unterschiedliche Nebel, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Das finde ich auch sehr cool. So, wie weit kannst du jetzt eigentlich fliegen? Ui, schon ziemlich weit jetzt. Ja komm, da müssen wir doch jetzt mal irgendwas entdecken hier. Oh, noch ein schwarzes Loch. Ach, da kommst du jetzt plötzlich drüber. Okay. 100 Credits. Was ist das hier? Oh, noch eine Anomalie. Oh, ein Wurmloch. Oh, das ist cool. Da werden wir jetzt dann wahrscheinlich irgendwo anders auf die Map hingebeamt. Vielleicht treffen wir dann endlich mal auf eine andere Fraktion. Und flupp. Oh, das war aber nicht weit. Ist ja öde. Wäre es viel cooler gewesen, wenn wir irgendwo hier rausgekommen wären oder so. Oh, noch ein schwarzes Loch. Und ein Kolonieschiff. Jetzt können wir mal gucken, wie sich das hier auswirkt auf Approval. Ach, aber der Bevölkerungsdruck hat jetzt auch schon abgenommen. Und hier wollte ich eigentlich noch ein Marktcenter errichten. So. Okay, warum auch immer der jetzt abgenommen hat.
Oder entsteht Bevölkerungsdruck nur, wenn wir nicht genug Farmen haben? Ja, wie die Mechaniken dahinter genau funktionieren, das weiß ich jetzt leider noch nicht, aber vorher hatten wir, glaube ich, hier eine viel geringere Zustimmung. Aber egal. Jetzt laden wir erstmal das hier auf. Drauf auf Drangy. Und Colony Ship wird gleich wieder ejected. Wir haben 13,8 Milliarden. Ja, nehmen wir einfach mal 5 mit. So, wie sieht es aus? Ah, jetzt haben wir keinen Bevölkerungsdruck mehr. Also hat doch auch was mit der Anzahl der Bürger zu tun. So, und den schicken wir jetzt, haben wir ja gesagt, nach Midgard. Dann fliegt da mal hin. So, mal gucken, was du hier noch so entdeckst. Noch ein schwarzes Loch. Wieder ein Nebel. Noch ein Nebel und Ressourcen. Und wir haben wieder was fertig geforscht. Oh, was ist das denn? Achso, wieder so eine. Wieder so ein bisschen Weltraumschrott. Ach, hier haben wir noch einen Planeten entdeckt, sehe ich gerade. Low Gravity. 25% Produktion macht Sinn, ja. Wenn die Sachen nicht so schwer sind, kann man sie leichter produzieren. Und 25% Tourismus gibt es. Klar, wenn man so ein bisschen rumfliegen kann, ist auch ganz cool. Lustig. So, Research, genau. Soil Enhancement. Und was machen wir jetzt? Engineering. Ich glaube, vielleicht mal diese kleine Hülle erforschen. Small Hull. Ist, glaube ich, nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert mit diesem Soil Enhancement. Also Terraforming. Ist es jetzt ein Gebäude oder? Soil Enhancement. Okay, das muss ich also irgendwo bauen. Und wenn ich das jetzt hier errichte. Ach nee. Ah, okay, der sucht sich dann selber sein Dings aus. Ah, okay, cool. So funktioniert es also. Das ist doch interessant. Dauert 5 Runden. Ja, das kaufe ich mir jetzt nicht. Ah, okay, das ist interessant. Das kann ich dann auch auf Drangy machen. Soil Enhancement. Okay, der hat sich dann da oben was rausgesucht. Ah, das ist ja echt interessant. Sehen, wie das funktioniert. Und dann machen wir hier auch noch Soil Enhancement. Okay, der hat sich dann da unten hin platziert. Cool. Oh ne, halt, das wollte ich nicht. So, Soil Enhancement. Okay. Und weiter geht's. Wann sind wir denn in Midgard? Ah, demnächst. Nächste Runde. So, Midgard 1, yo. Und ein neues Event. Okay, wir haben eine giftige Atmosphäre. Dafür bekommen wir wunderschöne Sonnenuntergänge. Und auf dem Planeten gibt es offensichtlich schon Tourismusindustrie. Mit vielen hustenden Touristen, die zwar alle vergiftet sind, aber eben den Sonnenuntergang so geil finden. Und unsere Kolonisten sind müde oder sind dessen überdrüssig, immer quasi über diese Körper der ganzen Touristen zu stolpern, die da so vergiftet rumliegen. So, was machen wir als Bösewicht? Okay, wenn diese Idioten quasi so doof sind,
sich selber krank zu machen wegen so eines tollen Sonnenuntergangs, dann warum sollten wir sie aufhalten? Verdammt nochmal, wir sollten sogar Werbung dafür machen, dass noch mehr von diesen Spasten auf unseren Planeten kommen, ja. Und wir sollten eine Hoststeuer einführen. Sehr cool. Gibt 40% Tourismus minus 10% Approval. Aber ist uns egal, wir sind böse. So. Was haben wir hier? Ein Tourismus, zwei Manufacturing. Da würde ich sagen, machen wir hier trotzdem Manufacturing erstmal drauf. Finde ich schade, dass jetzt hier dieser Bonus nicht hier unten noch aufgelistet wird, den wir bekommen haben durch unser Event. Das sollte hier eigentlich, ja, aber es kommt bestimmt noch, dass es hier irgendwann mal aufgelistet wird. Damit man eben sieht, welche Boni man hier hat. So, jetzt hier auf jeden Fall erstmal wieder ein Arbeitslager. Hier auch. Das kann man doch wieder rushen, oder? Ja. Gut, Tourismus, das muss man uns merken. Derweil kann man ja hier mal ein bisschen Forschung machen. Hier ein bisschen Forschung. Ja, wachsen muss der Planet jetzt nicht unbedingt. Ist ein Tourismusplanet, der braucht nicht so viel Bevölkerung dann. Aber würde ich sagen, machen wir hier mal ein Market Center, damit wir noch ein bisschen Kohle kommen. Konsulat gibt Einfluss. Ist es noch nicht so wichtig. So, und das passt erstmal. So. Midgard. Aber leider immer noch keine Gegner in Sicht. Verdammt. Und noch ein Konstrukteur ist fertig geworden. So, das müssten wir jetzt eigentlich fertig haben, oder? Ne, Recreation Center. Gibt mehr Income. Ja, das machen wir doch gleich. Sam. Wir sind immer noch im Minus. Verdammte Axt. So, und das ist jetzt leer hier, unser Raumhafen. Achso, was bauen wir denn hier jetzt? Noch ein Kolonieschiff vielleicht? Wäre eine Idee. Ach nee, das ist unser zweiter Shipyard. Ach stimmt, wir haben jetzt einen anderen gebaut. Nee, halt, 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 du gehst dann weg. Cancel. Hier ist der jetzt. Ja, okay, das kann man mal so lassen. Dann bauen wir hier doch mal einen Konstrukteur auf jeden Fall. Gut, Sponsor haben wir im Moment nur einen. Aber egal. So. Dann spielen wir einfach nochmal ein paar Runden in der Hoffnung, vielleicht doch noch auf einen Gegner zu treffen. Okay, wir haben wieder 25% schneller unsere Technologie erforscht. Oder haben da 25% bekommen. Das ist cool. Oh Mensch, ey. Also jetzt habe ich doch schon so viel entdeckt. Ich habe, glaube ich, drei Gegner eingestellt. Die sollten noch irgendwo sein. Oder habe ich die aus Versehen aus dem Spiel rausgenommen? Nee, nee, die wurden ja hier angezeigt. Wisst ihr was, liebe Zuschauer, wir machen es einfach so. Ich mache hier einen kurzen Break, für euch geht's gleich weiter. Und ich spiele jetzt einfach mal so lange weiter, bis ich hier endlich mal auf Gegner treffe, ja? Ich will euch ja endlich mal den Kampf zeigen. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis bald. So, und da sind wir wieder. Ich habe jetzt mal ein bisschen weiter gespielt und zoome gleich mal raus. Ihr seht, ich habe jetzt hier oben dann noch einen Planeten besiedelt, und zwar
Telana 5 hatte ich schon. Oh, ich sehe gerade, die sind ziemlich unzufrieden. Nur 44% Zustimmung. Aber ist mir jetzt egal. Die haben einfach zu arbeiten und ihre Schnauze zu halten, ja. So, und dann habe ich auch noch ein bisschen in diese Richtung hier gesiedelt. Und siehe da, ich bin auf den Feind gestoßen. Und zwar auf uns selbst, auf die Menschen. Und ja, dann habe ich auf jeden Fall mal eine kleine Flotte gebaut. Und bin hier direkt mal ins menschliche Territorium eingedrungen. Und ihr seht hier, hier ist die Erde. Und ich bin mit meinen Truppen jetzt direkt vor dem Mars. Ganz lustig ist, wobei jetzt ist er gerade weg, mit diesem Explorer hier, habe ich hier schon mal ein bisschen das menschliche Territorium erkundet. Und dann ist mir die ganze Zeit ein Schiff der Menschen hinterhergefahren, ja. Also es hat mich nicht angegriffen, sondern es hat mich quasi immer begleitet, ja. Und jetzt, wo ich quasi wieder aus dem Gebiet raus bin, verfolgt sie mich offensichtlich nicht mehr. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, ja. Bringt so ein bisschen wirklich Atmosphäre in das Spiel rein, ja. Dass man, okay, du kannst rein, du kannst mal gucken, aber wir beobachten dich. Und wenn du Mist baust, dann schießen wir dich ab. Ich hätte mich mit dem Ding sowieso nicht wehren können, weil das, glaube ich, keine Waffen hat. Aber, okay, jetzt bin ich auch hier auf jeden Fall mit meiner Flotte. Ich habe hier zwei Defender, müssten das sein. Weiß nicht, kann ich das, genau, hier kann ich es aufrufen. Das ist die Flotte 2180. Und man sieht die dann auch hier schön dargestellt. Und das ist ein Defender und ein Gunboat. Genau, ein Defender und ein Gunboat. Das Gunboat hat ballistische Waffen, müssten das sein. Oder kinetische oder was weiß auch immer, wie die heißen. Der Defender hat Raketen. Genau, hier steht es ja, Kinetic Weapons and Armor. Also kinetische Waffen und Schilde. Zusammen hat die Flotte dann das hier. 48 Hitpoints und so weiter und so fort. Also auch ein schöner Überblick hier über die Flotte, die man dann hat. Und dann habe ich noch ein anderes Schiff. Und das seht ihr hier. Und jetzt kommt hier gerade der CC-Cleaner. Oh, nerv. Kann ich den jetzt schließen, ohne dass meine Aufnahme... Ja, okay, gut. So, Entschuldigung. Mein Hals ist immer noch nicht in Ordnung. Und dann habe ich auf jeden Fall noch dieses schöne Schiff hier. Und das ist eine Fregatte, auch mit ballistischen Geschützen, aber um einiges besser. 60 Hitpoints, hat quasi 12 Angriff, 12 Verteidigungen, hat auch eine ziemlich große Reichweite. Und jetzt werdet ihr euch sicher fragen, wie habe ich dieses Schiff her? Und ich sag mal so viel, ich habe es nicht gebaut, ja. Und dieses Schiff habe ich bekommen durch Ideologie, und zwar durch Coercion. Und hier steht, wenn man das freischaltet, mit 50 Punkten, oder kostet 50 Punkte, bekommt man eine Fregatte umsonst. Ja? Und die habe ich mir einfach mal rausgelassen. Das andere wäre gewesen, 10% mehr Produktion in der Heimatwelt, ist auch nicht schlecht, aber ich wollte natürlich jetzt mal diese Fregatte, damit ich euch das zeigen kann. Und jetzt stehe ich hier, vor dem Mars und vor der Erde, und hätte jetzt eigentlich gerne mal dieses andere Schiff da gefunden. Und deswegen fahre ich jetzt hier mal mit meinem Explorer nochmal hier rein. Und da ist das Schiff. Das ist ein Bomber mit Raketen. Und ich versuche jetzt einfach mal, dieses Schiff zu uns zu locken. Und dann hoffe ich euch, dass ich euch endlich mal ein Gefecht zeigen kann. So, dann mal nächste Runde. Oh, jetzt ist er weggefahren. Ah, da ist er jetzt. Okay. Magst du mich nicht verfolgen? Ich stifte einfach mal ein bisschen Unruhe. Und greife seine Sternenbasis an. Hier wird gerade ein Kolonieschiff gebaut. Das sehen wir auch. Das werde ich jetzt natürlich unterbinden. Ja, sieht jetzt sehr unspektakulär aus.
Ich weiß gar nicht, ob die schon Schussanimationen drin haben, aber vielleicht sieht man das nur bei den Flottenkämpfen. Was man hier auch gut sieht, ist quasi ja dieser Nachteil dieses Raumdocks. Raumdock habe ich das vorhin so genannt. Ich weiß nicht mehr. Aber man kann diese Dinger natürlich relativ einfach zerstören. Und das Problem ist, wenn man jetzt in seiner Zivilisation, beziehungsweise hier in seinem Reich nur ein so ein Teil hat, und das wird kaputt gemacht, dann ist man quasi Game Over, ja, weil, gut, man kann zwar auf seinem Planeten dann so einen neuen Raum, so ein neues Raumdock bauen, allerdings, wenn man keine Schiffe hat zur Verteidigung, ist das Ding gleich wieder kaputt. Und im Endeffekt ist man dann wirklich Game Over, ja. Das heißt, es kann ganz schnell gehen, wenn man seinen Raumdock verliert. Und deswegen muss man am besten gucken, dass man dieses Raumdock auch immer gut verteidigt, ja. Oder wenn man merkt, dass sich eine Flotte nähert, man kann dieses Ding ja auch bewegen, dass man das dann irgendwo in den Tiefen des Alls versteckt. Ich habe nämlich vorhin gesehen, man kann, wenn ich hier unten gehe auf Add Sponsor, kann ich auch einen Planeten wählen als Sponsor, der ganz weit hier drüben liegt, nämlich diesen hier, Yggdrasil, oder wie der heißt, ja. Das heißt, es macht nichts. Der Planet kann, glaube ich, am anderen Ende des der Galaxie sein. Und hier oben ist unser anderer Konkurrent sich gerade. Kann am anderen Ende der Galaxie sein. Ich kann ihn trotzdem versorgen. Allerdings wahrscheinlich ja auf Kosten. Genau, nur eins. Also der Yggdrasil kann nur eine Produktion beitragen. Ganz einfach, weil er so weit weg ist, ja. Aber man kann notfalls sich mit seinem Raumdock verpieseln, ja, bis ins andere Ende. Und trotzdem dann noch Schiffe produzieren. Man darf es halt nur nicht verlieren, ja, das wäre schlecht. So, Idle Ship haben wir noch. Okay, fahre ich mit dir mal so ein bisschen hin. Ach so, hier hört die Reichweite auf. Oh nein. Oh nein, ich kann mit dem nicht darüber. Dann muss ich jetzt wirklich gucken, dass ich den hier irgendwie anlocke. Sonst kann ich euch hier keinen Kampf zeigen. Das wäre echt schade. Ach komm. Da ist ein Konstrukteur. Okay, eine neue Forschung. Habe ich hier ein bisschen was erforscht, damit Laserwaffen, ich glaube Beam Weapons sind Laserwaffen, sage ich jetzt einfach mal, billiger werden. So, was könnte man noch machen? Vielleicht noch, dass wir noch ein bisschen mehr Reichweite bekommen, das wäre nicht schlecht. Iron Drive vielleicht. Na, das gibt mehr Moves, aber nicht mehr Reichweite. Muss auf jeden Fall irgendwo bei Engineering sein. Life Support vielleicht? Ship Range, ja. Ship Range plus one, ja, das hilft schon mal. Stellar Support. Das hilft dann auch ein bisschen. Ja, das erhöht auf jeden Fall die Reichweite. Ist gut. Erforschen wir das mal. Also dieser Tech Tree ist auch so riesig. Ich meine schon allein so ein einzelner ist schon ziemlich groß. Wenn man auch bedenkt, dass man manchmal so Spezialisierungen hat, die man wählen kann. Genau hier kann man ja drei Sachen erforschen, nicht nur eine. Oder hier auch. Aber wenn man dann auch noch bedenkt, dass es dann vier verschiedene Tech Trees gibt. Das ist schon echt der Wahnsinn. So, aber jetzt machen wir mal das Life Support. Und ich weiß nicht, ob der jetzt einfach so aus Jux und Dollerei da wegfährt oder ob die KI wirklich schon so intelligent ist, dass er weiß, dass er sich nicht mit uns anlegen kann.
Das weiß ich jetzt echt nicht. Wird hier gerade was gebaut? Oh, hier wird ein Gunboat gebaut. Fahre ich da mal hin? Vielleicht können wir dann auf den warten. Und hier habe ich jetzt noch ein Kolonieschiff fertiggestellt. Das ist diese Sache, was ich in dieser Map eigentlich cool finde. Hier oben ist ein Konkurrent, aber wir kommen da eigentlich nicht wirklich hin. Weil hier so viel Platz ist, also so ein großer Platz ohne irgendwelche Sternensysteme, dass man quasi, um zu dem hinzukommen, da muss man eigentlich durch das Gebiet der Terraner durch. Also musst du quasi hier lang und dann diesen Raum hier überspringen, um da hinzukommen. Okay, wahrscheinlich gibt es im Late Game dann auch noch Technologien, dass man auch direkt dann dahin fahren kann. Aber gerade im frühen Spiel ist der eigene, sag ich mal, Radius, der eigene Einflussbereich doch sehr beschränkt. Was ich nicht schlecht finde. So, was haben wir hier? Ein Level 11 Planet und hier 9. Und besiedeln wir doch mal den da unten. So, du gehst erstmal da rein. Und eject. Dann. Und ab. Minus 2 habe ich, okay. Jetzt bauen wir hier nichts mehr. Na, das lassen wir jetzt mal. Zumindest mal, bis wir den Live-Support entwickelt haben. Und was macht der Mensch? Der bleibt einfach stehen, oder was? Das Problem ist, wenn ich den hier upgrade, dann hat er die Reichweite nicht mehr. Idle Ship. Du bleibst hier einfach mal. Pass. Komm doch mal her, du Feigling. Ganz ehrlich. Du gehst einfach mal auf Guard. So. Ach, hier oben ist noch ein Starport. Da baut er auch Defender. Also er baut jetzt auf jeden Fall Schiffe. Das ist schon mal nicht übel. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier noch ein Gefecht sehen, steigt auf jeden Fall. Hier baut er noch einen Constructor. Ach, wahrscheinlich will er jetzt seine Starbase verteidigen. Das kann natürlich sein. Noch einer, ein Bomber. Ah, an den komme ich aber auch nicht ran. Verdammt. Als hat er seine Sternenbasis hier gebaut. Und da wird jetzt ein Cutter fertig. Okay, das dauert hier noch. Schicke ich den mal zurück. Und hier sind jetzt noch ein paar. Zwei Defender müssten das sein. Die schicken wir dann auch mal los. Und du pflügst dich hier noch ein bisschen durchs Terraner-Gebiet.
Ach, jetzt habe ich hier noch eine Sternenbasis gebaut. Okay. Mensch, Mensch, jetzt war ich echt optimistisch, dass ich euch hier gleich einen Kampf zeigen kann. Aber der Terraner ziert sich noch. Wahrscheinlich hat er einfach Angst vor meiner Fregatte. Problem ist, Planeten kann man nicht angreifen. Ganz einfach, weil die keine Flotte im Orbit haben. Beziehungsweise, weil wir ja noch keine Invasion erforscht haben. Boah, das dauert noch so lange. Dann was ist hier auch mal Guard? Idle Ship. Guard. Oh, hier ist jetzt der Cutter. Oh, bitte, jetzt komm noch mal her, Schatzi. Nee, aber irgendwie mag er nicht. Irgendwie mag er nicht. Oh, komme ich an den Bomber hin? Oh ja. Jetzt aber go go. Ich glaube, der Bomber hat eine größere Reichweite. 3. Auch 3. Das könnte sich dann zu einem Schneckenrennen entwickeln. Aber wenn ich den jetzt mit der Fregatte hier verfolge. Die kann sich nämlich weiter bewegen. Ich glaube, der wartet hier auch nur. Idle Ship. Oh, hier ist eine große rote Sonne. Eugenius, cool. Ist dann wieder so ein weißer Zwerg. Oh, jetzt. Willst du jetzt mal ein Service-Ship angreifen? Wage es nicht. Aber ich könnte ihn so immerhin in die Enge treiben. Ah, ja, jetzt noch ein Defender. Kann sich mal der Flotte da anschließen. Und noch ein Kolonieschiff habe ich gebaut. Meine Güte. Ja, jetzt können wir den Planeten noch besiedeln. Was anderes bleibt uns auch nicht übrig. So. Und eject. Dann. Und ab. Komm mal, gucken, ob wir den in eine Falle locken können. So, Shipyard 1. Ja, brauchen wir noch mal ein paar Konstrukteure. Können wir vielleicht noch ein paar Sternenbasen errichten. Aber man sieht ja schon direkt, dass die Menschen irgendwie mehr Einfluss haben. Denn irgendwie haben die... Ja, wobei...
Ja, doch, deren Planeten sind schon ein bisschen näher beieinander. Nee, ich glaube, das passt schon so. Aber ich glaube, die haben auch grundsätzlich mehr Einfluss, dass sich ihre Grenzen also mehr ausdehnen. So. Na komm, du willst es doch auch. Ah, hier ist noch eine Menschenkolonie. Vox 1 und noch ein Bomber. Ah, jetzt. Jetzt kommt's. Oh, Confirm Battle. Wer kämpft? Ach so. Ah, jetzt hat er unseren Aufklärer zerstört. Okay, das scheint wirklich noch keine Kampfanimationen zu geben. Bisschen schade. Ich kann höchstens noch mal gucken, ob man das in den Optionen vielleicht irgendwo einstellen kann. Naja, Interface wahrscheinlich nicht. Nee. Wahrscheinlich ist es jetzt immer auf schnellen Kampf gestellt. So, der hat 4-7. Okay. Wir greifen mit demselben an, haben aber mehr Verteidigung. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Beziehungsweise. Jetzt bist du sowieso eingekesselt. Mal gucken, wo er uns angreift. Aber erstmal Forschung. Stellar Support, ist es ein Bauteil? Xenoslavery. Hört sich nicht schlecht an. Machen wir mal. So, und jetzt. Was ist mal wieder auf Survey? So und Turn. Schlauber versucht zu flüchten. Ah, erst nochmal den Planeten kolonisieren. Okay, auf dem Planeten hat mal eine Alien-Zivilisation gewohnt, die dann vor Tausenden von Jahren verschwunden ist. Technologien sind eigentlich schon veraltet, aber die Entertainment-Produkte sind offensichtlich noch intakt. Und die Kolonisten erfreuen sich dran. Okay, ist aber alles sehr kindisch offensichtlich. Mit vielen Witzen. Okay. Und dieser ganze Humor und die Witze, die wirken sich auf jeden Fall negativ auf die Produktivität aus. Was sollen wir tun? Wir sind natürlich wieder böse. Das heißt, der Müll wird gebannt, zensiert. Und Lachen wird auch verboten. Das heißt, wir bekommen mehr Produktion, aber weniger Zustimmung. Egal. Muhahaha. So. Das hier ist also Vitellius 2. Hier haben wir 2 Approval. Okay, cool. 2 Military. Ah, da können wir Planetary Defense System bauen. Okay, nicht schlecht.
aber das lasse ich jetzt einfach mal, weil jetzt dann wahrscheinlich eh gleich vorbei ist, wenn ich jetzt hier diesen Angriff starte. Und ich würde sagen, wir greifen mit dem hier an, weil der nämlich keine Verteidigung gegen diese Waffe hat. Und dann sollten wir den eigentlich 5 Hitpoints hat er nur. Das ist sehr wenig. Das heißt, wir sollten den eigentlich komplett zerstören. Guck mal. Ah, geht noch nicht. Ach so, wir müssen jetzt irgendwas produzieren. Naja, komm, dann bau halt. Oh, was ist das denn? Riparian Supply System. Increase the range of ships built on this planet. Aber man kann doch überhaupt keine Schiffe bauen. Auf dem Planeten. Das verstehe ich jetzt nicht. Oder gilt das dann für alle Schiffe, die in Raumdocks gebaut wurden, die von diesem Planeten unterstützt werden? Das wäre natürlich echt cool. Aber ja, jetzt bauen wir hier einfach mal ein Workcamp. Ist jetzt Wurst. So. Turn. Ah. Er versucht zu flüchten. Und offensichtlich gibt es ja auch so eine Zone of Control. Jetzt hat er sich nämlich nur um 1 bewegt. Wobei hier immer noch Moves 3 steht. Aber gut. Jetzt weg. Ja, okay. Ihr seht tatsächlich, es gibt noch keine Kampfanimation. Das wird natürlich später im Spiel dann irgendwann drin sein. Und was so viel Spaß gemacht hat. Ja, schade, hier kommen wir nicht mehr hin. Ja, komm, machen wir auch noch die Raumstation kaputt. Bum, bum. Okay. Dann habe ich euch, glaube ich, alles gezeigt, was jetzt in der Beta neu war. Wie gesagt, da jetzt irgendwie ein längerfristiges Projekt im Moment draus zu machen, bringt's noch nicht, weil einfach noch keine Diplomatie im Spiel ist. Da macht das Ganze auch nur halb so viel Spaß. Und ja, ich hoffe, euch hat es jetzt ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken. Ja, ich möchte mich nochmal entschuldigen für meine Stimme, für meine angeschlagene. Aber ja, gut, ich hätte es noch ein paar Tage warten können. Aber ich wollte euch das natürlich nicht vorenthalten, die Beta. Und jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach mal demnächst dann wieder, wenn es wieder einen größeren Patch gibt, zu dem es sich ja zu berichten lohnt. Und ja, dann wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar oder ein Abo. Würde mich auf jeden Fall freuen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, erster Einblick, ich zeige euch irgendwas aus einem Spiel meiner Wahl. Macht's gut, bis bald und Servus.